Glaspfeifen sind so cool. Das sind nicht nur Kunstwerke, sondern machen dich auch high. Alter, wie die das sagt. Ich werde schon noch rausfinden, warum Matt lügt. Die sagt das schon, als wäre sie high. Cooles Logo. Ich wette, das hat Charlotte selbst designt. Ja, zumindest so. Ich liebe Charlottes Stil. Kaktus. Sowas gibt's in Portland auf jeden Fall nicht. Doch, wenn du es dir in dein Zimmer stellst. Dazu sagt sie nichts, okay. Ah doch, sie sagt das jetzt. Genauso gucke ich auch. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Manche Karibikvölker glauben, darin wohnen die Geister der Götter. Aber mir gefällt einfach nur der Look. Er ist echt cool. Das könnte ich so krass anmachen. Solche Rabatte liebe ich. If you're a side poetry checker. Etwas teuer. Aber kann man den Traum eines Kindes wirklich mit Geld aufwiegen? Nicht schlecht, Gabe. Gabe ist hier. Krass, dass Charlotte die ganze Zeit die Apotheke geführt hat. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen. Gott, zieh dir was an. So, Sortenliste, alles klar. Seit wann braucht man einen Doktortitel, um Gras zu rauchen? Stairway to Haven? Gabes Idee, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das glaube ich. Mehr Wasser fallen. Meine Drogen nehme ich nur aus gläsernen Kunstwerken. So reich wäre ich gerne auch mal. Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Das könnte ich so krass anmalen. Sorry. Was war das? Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Ach, hier. Ah, okay. Krass. So, gehen wir. Aha. Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Tobi aus dem Geschäft. Was ist das? Mann, die kicken hoffentlich gleich rein. Ich schlafe gerade nie länger als 3 Stunden. Profi-Tipp? Schlaflosigkeit kommt selten aus dem Nichts und THC als Behandlung funktioniert viel besser, wenn du dich um die zugrunde liegenden Probleme kümmerst. Profi-Tipp, ja. Hast du eine Ahnung, was dich aufwühlt? Was wühlt denn auf? Ich hoffe, die haben geholfen, Gabe. Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Gibt's an kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? Tee, Alter. Dass das in Deutschland hier nicht das Spiel direkt ab 18 ist, weißt du, ist Respekt. Bruder, warum lädst du? Ey, wenn jetzt was passiert. Ich war noch nicht in dem Plattenladen. Geh weg. Irgendwas ist da. Ja, wir gucken uns wieder da. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Nein, noch nicht. Wunderbar. Geil. Was? Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Warum werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt? Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Ja, wir alle haben hier zu kämpfen. Oh nein, ich kann nicht wandern gehen, weil da einer gestorben ist. Quick. Plattenladen, da ist er. Ich verstehe es. Nichts ist festlicher als 3 Ausrufezeichen. Ich habe mir die Zahlen angesehen. Wenn wir nur 3 Tage die Woche öffnen, kommen wir über die Runden. Und das war's? Wir kommen über die Runden und mehr nicht? Es kommen wieder bessere. Ich darf mir auf keinen Fall was anmerken lassen. Angela liebt doch unseren Laden so sehr. Er muss echt fertig sein. Ah, hatte ich also recht. Wir verlieren unser Geschäft. Aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Sie muss sich so alleine fühlen. Hoffentlich wird's wieder.
Ich komme hier. Mehr bewerben. Die sind echt lecker. Alles klar. Hab Mac immer noch nicht gefunden. Jet meinte, ich soll im Blumenladen nachsehen. Ja, wir gehen gleich zum Blumen. Ich habe noch einen Radiospot geschaltet. Sollte helfen. Hoffentlich ist das nicht der, den Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Junge, ich lauf doch gerade hin. Sorry. Hallo. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Sieht aus, als würde Steph an einem neuen Projekt arbeiten. Noch eine Ausgabe von Legendary Monster Hunter. Hilfreich. Gabe wollte, dass ich wieder anfange zu spielen. Ja, Mann. Vielleicht mache ich das. Nein, wir gehen hier noch nicht. Hallo. Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Hi. Katze. Typ mit Hoodie. Wie konnte Chrissy mich verlassen? Nach allem, was wir durchgemacht haben. Trennungsmusik ist schwer zu toppen. Aber vielleicht finde ich hier etwas, um ihn aufzumuntern. Ein Trinkvogel. Gucken wir uns kurz um. Ich gucke. Die neunte Wächterin ist cool, aber nicht so cool wie Thanor. Dass er wirklich diese Platte bestellt hat. Oh Mann. Ja, machen wir gleich. Auf der Suche nach Trennungssongs, huh? Der arme Kerl. Vielleicht finde ich was. Hey, wenn du sagst, ich kann was finden, dann lass mich was finden. Das ist ja einfach nur mies. Tschüss, Welt. Hallo Welt. Tschüss. Sorry. Okay, ich kann nichts finden für ihn, obwohl ich was finden will. Schade. Ich bin froh, dass Gabe sie überredet hat zu bleiben. Radiokabine klopfen. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Geredet ist etwas übertrieben, aber ich hab's versucht. Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Den da. Wir müssen den Rechten nehmen. Bekommen wir auch noch die Auswahl? Gravius. Gravius sieht echt krass aus. Nimm ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Tschüss, Steph. Voll lieb von ihr, dass sie ein Lab für Ethan organisiert. Elephant in the Room. Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Aber zuerst ein paar Infos. Das Frühlingsfest steht vor der Tür, gesponsert von der Typhon Minengesellschaft. Der Eintritt ist dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder den oder die Ex. Dieses Jahr ist alles möglich. Time to pay an old visit. Blablabla. Huch, was war das denn? Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele.
Ja, Mann. Name Lea. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Wie wär's mit einer Erinnerung an Ethans alte Freundin? Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. So als Halbelf. Wir machen die Heilung. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Vaynor kennengelernt? Schwer. In einer düsteren und stürmischen Nacht. Dieses Laubding könnte wirklich funktionieren. Was ist diese Skulptur im Hintergrund? Ich liebe es. Junge! Hoffen wir mal, dass ich Alwyn gerecht werde. Ich möchte wissen, wie sie sich kennengelernt haben. Hoffen wir mal, dass ich Alwyn gerecht werde. Das war eine düstere und schöne Nacht. Das hinderte die Stadtbewohner nicht daran, fröhlich am Amphitheater zu feiern unter einem Dach. Und dank vieler, wir bemerkten niemand die Bestie, die in der Dunkelheit lauerte. Sie hatte keine Chance, die Bestie griff an und rührte da alles in ihrem Pfad. Ich wehrte mich tapfer, doch ich bin eine Sängerin, keine Kämpferin. Just in diesem Moment, in dem mich meine Stärke verließ, erschien ein mutiger Krieger, Thanor, der Mondsäger. Aber gemeinsam probieren wir die Beste, die dort jede Schiat. Das gefällt ihm wahrscheinlich. Junge! Alter, was ist los da? Die Story gefällt mir besser, weil Ethan dann da, weißt du, so, ne? Lustig ist zwar lustig, aber das ist halt so geil. Ich hab noch einen Radiospot geschaltet. Das sollte helfen. Ja, das weiß ich schon. Ist das nicht der, den du mir ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Sei still, du. Na gut, ich beiße an. Und vor einem Jahr war ich gelbt der Grund, dass ich blieb, und obwohl er jetzt fort ist, habe ich ihm noch Konto zu bleiben. Danke, dass du mir das gezeigt hast, Alex. Selbst wenn deine Kickergründe etwas Arbeit brauchen. MacLauden hat seinen Kommentar gelöscht. Oder was war's bei dir? Geil. Mädchen auf der Bank. Oh, das ist doch seine Schwester. Das arme Ding. Ach, dieses Mitleid nervt langsam. Ja, ne? Hast du auch Mitleid zu vergeben? Nein, sehr schön. So, gucken wir kurz rüber, ob ich hier rüber kann überhaupt, ja? Wie läuft es mit deiner Ranch? Hast du dir schon einen Hühnerstall geleistet? Der Hühnerstall interessiert mich jetzt ehrlich gesagt eher weniger. Hierüber kann ich... Ich kann hier hin. Voll schön, Mann. Ich finde diese Stadt voll geil. Solange sie Gigabit-Internet haben. Blumenland. Rainer. Macht es auch noch ein bisschen Mitleid, dann passt es. Die hören weg gar nichts. Eleanor? Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Komplett weggedreht. Oh. Ich.
Ich versuche, es immer noch zu realisieren. Gib dir etwas Zeit. Veränderung ist immer schwer. Bruder, der ist tot. Ist Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Demenz? Okay, warte, da müssen wir auf jeden Fall helfen. Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht so... Oh Gott, sie vermehren sich. Kurz auf. Team Mumford. Was willst du? Willst du dich über mich lustig machen, so wie die anderen Arschlöcher? Was? Nein. Du hast einen irren Killer-Roboter gebaut und einen Wettbewerb gewonnen. Was? Es ist... So muss ich mir kennen. Wir haben nicht gewonnen, sondern wir sind Dritte geworden. Und er ist kein Roboter, er ist... Warum lasse ich mich überhaupt darauf ein? Weißt du was? Scheiß auf diese Wichser. Du hast es drauf. Und ich... Ich würde deinen Roboter echt gerne sehen wollen. Also, wenn du ihn mir zeigen willst. Was ist da los, Alter? Rainer. Okay. Ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. Vor dem mit Sonnenbrille. Nein. Ich sehe hier noch nichts außer im Hintergrund, weißt du? Da war was. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät aus den Fugen. You what, mate? Ach, hier hinten ist offen gelassen, okay. Danke, Liebling. Ich erledige es gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Ja. Wenn Riley das ausfindet, das darf nicht passieren. Sie weiß nicht mehr, wer Riley. Ja, das ist Demenz, was wir hier sehen. Fuck. Kasse, Kasse, Kasse. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Bruder. Wie versteckt sie das alles? Irgendwo muss noch irgendwas sein. Irgendwo muss noch. Irgendwas habe ich übersehen. In der Mitte vielleicht? Vorne? Ah, hier vorne. Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Weil du Demenz hast? Oder weil du nicht mehr lesen kannst oder beides? Oh, scheiße. Oder was? Alles verwelkt. Holy shit! Was ist jetzt los, Alter? Flog los. Sag jetzt nicht, ich weiß jetzt, wie ich ihr helfen kann. Ich habe nämlich nicht die geringste Ahnung. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Ich würde ja auch gern wissen.
Also ich kann. Oh, ich kann schon mit der reden. Ich möchte aber noch ganz kurz gucken, ob ich nicht doch noch irgendein kleines Detail übersehen. Alter Junge, was? Bruder. Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Wir machen das jetzt. Hey, ich möchte helfen. Wir machen das jetzt. Komm. Okay. Was hatte Eleanor zuerst gemacht? Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. So, als ich reingekommen war, hat die nicht Geld gezählt, als ich... Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Ach, irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Ja, Mann. Ich denke, dass das Telefon das zweite war. Das Niftelon. Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Das Tefnelon ist wieder normal. Sehr schön. Das Tefnelon. Drittes. Nein, nicht Riley. Nicht Riley. Okay, doch, wir probieren es mal. Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Die Linien. Oh, Lilien. Himmel. Aber Lilien? Für wen nur? Tja, das ist voll reine Mechanik. Halleluja. Wie kommt man darauf? Let's go. Jetzt kommt die Lilien. Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Ja, Mann. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Vielleicht steht das ja an der Käse. Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Mr. Jedediah Lucan, hm? Die Lilien sind wohl für Jed. Oh, ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed. Ich wusste, du findest es raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. So, ernsthaft, Alex.
Du bist ein Engel. Nö, ich bin einfach nur jemand, der deine Gefühle fühlen kann. Jet plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern. Alter! Ich meine, sie findet es auch früher oder später raus. Das hat sich gerade gefreut. Ich muss jetzt das machen. Sie kennen doch Jet. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt. Ja, Mann. Danke für deine Hilfe. Bis ganz bald. Jo, Mann. Ciao. Ich hoffe, es ist was Gutes. Was bitte? Ja, lassen wir es mal in Ruhe, sorry, aber ja, ganz schwierig für mich. Kololost. Lost. Ernsthaft, immer noch. Eleanor meinte, Mac... wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Ja, guck. Zeitung. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. Schöne Idee. So, Pucker hat sie gesagt. War die hier oder was? Nee, die war eins weiter unten. Mein Fehler. Hi. Mac? Du bist nicht Mac. Eleanor schreibt mir, Teflon. Kein Mac. Ich bin sowas von am Arsch. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken, Mac.